Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen E3-Rückblicksgedöns. Die nächste PK, die wir machen, da hat Nico schon ganz viel Lust drauf, ist nämlich die von Bethesda. Die war so ganz okay und das Ganze kann man streichen und das okay auch. Sie war da. Das war der Start der richtigen echten E3. Nee, das ist immer noch PK. Microsoft. Ja, nee, die waren ja da. Für mich ist das der Start. Ja, dann, okay. So, die haben ganz am Anfang ein bisschen was über Fallout, über die Mods für die Konsolen geredet, dass die jetzt starten, diesen Monat, für die Xbox. Sind schon gestartet, sage ich doch. Und für die PS4 nächsten Monat, glaube ich. Ich bin ja nicht informiert, weil ich habe ja keine Konsole. Was? Und dann war das Thema auch schon wieder abgegessen. Das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war Quake Champions. Ich persönlich habe gar keine Ahnung von Quake. Ich habe das nie gespielt. Ist auf jeden Fall First-Person-Shooter, ist ziemlich schnell, sah aber cool aus. Also optisch, spielerisch, keine Ahnung. Muss ich sagen, hab's nie gespielt. Es ist super, dass wir dieses Video machen, weil ich kenne mich für drei Viertel der Spiele, die Bethesda zeigt, einfach null aus. Du hast ja auch gar keine Ahnung von Spielen. Ja, ich weiß. Ja, deswegen zu Quake Champions kann man nicht so viel sagen, aber ich denke, die Hardcore-Fans werden sich da sehr drüber freuen. Das nächste Spiel, was sie dann gezeigt haben, ist von The Elder Scrolls, und zwar Legends. Ich weiß nicht, warum die jetzt alle Kartenspiele machen. Ja, es ist jetzt hip. Ich glaube, das liegt gar nicht mehr so an Hearthstone. Hearthstone. Ich glaube, das liegt daran, dass alle Gwind mögen, deswegen sagen, boah, wir müssen da Kartenspiel machen. Meinst du wirklich, das liegt nur an Gwind? Klar. Das ist, wenn das extra rauskommt, ich glaube, das wird das erfolgreichste Kartenspiel, was es gibt. Wenn das extra rauskommt? Ja, weil noch ist es nicht draußen. Okay. Das ist zwar kein Wenn als könnte sein, sondern ein wenn es dann da ist. Ach so, okay, ja. Sah aber interessant. Ich mag ja so Kartenspiele, wenn es nicht Hearthstone ist, weil das mag ich nicht so. Aber sonst, ja, sowas wie Yu-Gi-Oh! Habe ich gerne gespielt früher. Ja. Ja, und Gwent. Wow. Gut. Das war eine lange Liste. Als nächstes haben sie dann nochmal was über Fallout gesagt. Moment, jetzt muss ich mal hier ganz kurz mein Notizzettelchen ein bisschen verlängern. Es gibt Contraptions. Ich weiß nicht mehr, was Contraptions waren. Ist das nicht eine der DLCs, die noch kommen? Kann sein. Das war Contraptions. War das nicht das mit dem Workshop? Ja. Gut. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Aber die haben dann auch angekündigt, dass es möglich sein wird, eigene Vaults zu bauen. Mhm. Und das sah ziemlich cool aus. Das sah so ein bisschen, also die haben so eine Ansicht gezeigt, das sah so ein bisschen aus wie bei Fallout Shelter, halt nur im Fallout 4 Grafik-Look. Das könnte ganz cool sein. Also das hätten sie von Anfang an machen müssen und nicht dieses blöde Siedlungen bauen. Hätte vor allem ein paar mehr Sinn ergeben. Ja. Aber gut. Ja. Hätte man uns gefragt, naja. Ja. Und dann haben sie noch angekündigt, dass Fallout Shelter für den PC kommt. Was ich eigentlich cool finde, weil das Spiel war eigentlich ganz cool. Hat Spaß gemacht zu spielen, aber es ist halt, ich finde auf so einem, so auf Smartphone, Tablet ist immer ein bisschen schwierig. Ja, wobei solche Spiele ja eigentlich relativ prädestiniert dafür sind. Ja, klar, also es ging auch, aber ich glaube auf dem PC kannst du es einfach ein bisschen flotter machen, ne? Gut, das kann natürlich sein, ja. Dann haben sie angekündigt, ich glaube, viele dachten, oh, jetzt kommt ein neues The Elder Scrolls. Da aber sie haben einfach abgeschaltet. Da hast du abgeschaltet? Ich glaube, irgendwo. Also sie haben ein bisschen Umgebung gezeigt, Blätter und Wälder so. Und Sonne. Ja, ja, okay. Und das sah ziemlich cool aus. Ich glaube, da haben viele gedacht, boah, jetzt kommt The Elder Scrolls 6. Keine Ahnung, was gibt's noch so? Irgendwas. Aber es war nur eine Ankündigung für Skyrim für Next Gen. Plus Mods dann auch für die Konsolen. Ich fand den Namen so geil. Die Skyrim Special Edition. Ja.
Weißt du, HD, HD oder Definitive Edition ist ihn einfach zum Mainstream. Ja, hier ist Special. Die denken sich halt so, nein, das ist die Special Edition. Ja, klar. So sind sie halt, ne? So sind sie drauf. Die von Bethesda. Ja. Die nehmen da einen Kack drauf. 60 Euro kostet das. Ja, ist halt ein komplett neues Spiel, ne? Ja, eigentlich ja nicht. Das Ding ist 5 Jahre alt. Ja, ist komplett überarbeitet, ne? Ja, trotzdem. Da kannst du schon mal 60 Flöckchen hier. Meinst du wirklich, dass es 60 Euro wert? Also, Skyrim an sich ja schon, aber nicht mehr heute. Ja, deshalb. Man kann sich das natürlich holen, oder man holt sich einfach einen PC, der ein bisschen... Ich glaube, so leistungsstark müsste der gar nicht sein. Und dann kann man sich auch Mods installieren und dann braucht man sich nicht extra Skyrim für Next Gen kaufen. Aber es gibt ja auch lieber Leute, die halt auf der Konsole spielen, ne? Ja, mein Gott. Oder die halt keinen Bock auf einen PC haben. Oder ja. Generell keinen PC haben. Ja, das ist ja schon unglaublich. Ich weiß, es schockiert dich jetzt, dass es solche Menschen gibt. Nee, die existieren überhaupt nicht. Das ist Lüge, Lügenpresse. Okay. Ja, Skyrim für Next Gen plus Mods. Ich werde es mir sicher nicht kaufen und so wie es rausgehört hat, Nico auch nicht. Ich denke, Nico wird sich das auch nicht holen. Nee. Eher weniger. Dann haben sie Prey angekündigt, was ja schon viele vermutet haben. Es heißt aber nicht Prey 2, sondern einfach nur noch Prey. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz neu, dass die Spiele einfach nur noch, also die nummerieren die nicht mehr, die fangen einfach wieder von vorne an. Der Trailer sah ziemlich gut aus, fand ich persönlich. Ja, könnte man sich angucken. Ich weiß aber nicht, worum es in Prey geht. Da bin ich auch überfragt. Weil ich kenne auch das Originalspiel nicht. Bis das dabei einfach genau unsere Konferenzen. Ja, irgendwie nicht so, aber naja. Release 2017, mehr haben sie dazu nicht gesagt. Muss mal gucken. Aber der Trailer sah geil aus. Also vom Trailer her sehr interessant. Stimmt. Dann kam ein Doom, oder dann haben sie gesagt, Doom kriegt ein Update mit Snapmap. Wie ich das verstanden habe, ist das sowas, da kannst du dann eigene Maps machen. Und zwar schnell. Du kannst halt Gegner spawnen und gewisse Sachen triggern, also zum Beispiel auch Gegner triggern lassen. Oder das gibt's ja jetzt schon. Ja, aber irgendwie, ich glaube, das war Snapmap. Ich habe absolut keine Ahnung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei Doom, da habe ich gerade was anderes gemacht. Habe ich nicht ganz aufgepasst. Aber sowas war das. Also du kriegst so einen Editor und da kannst du... Noch, ja, den gibt's schon. Ja, aber da kannst du es noch besser machen. Ja, gut. Noch tollere Sachen. Auf jeden Fall, seit dem 13.06. eine Woche lang, also wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon vorbei, konnte man sich das erste Level, also eine Demo runterladen für Steam, PS4 und Xbox One. Wer das also noch nie gespielt hat, hätte es da machen können. Toll. Sagst du mir jetzt, ey. Ja, du hast ja noch alle Möglichkeiten, ne? Du weißt es ja jetzt schon. Nein! Dann voll die geile Ankündigung, The Elder Scrolls Online wird in Japan released. Damit hätte jetzt ich schon. Nicht gerechnet. Wann kam das Spiel raus? 2014? Anno Tuk. Gut. Jetzt dürfen es auch die Japaner spielen. Der Dark Brotherhood DLC kommt für die Konsolen ab dem 16.06., was morgen wäre. Ja. Oder auch vor ein paar Tagen. Ein paar Wochen. Ja, die dunkle Bruderschaft, die gibt's eigentlich in jedem Spiel von The Elder Scrolls. Sind eigentlich immer coole Questreihen gewesen. Fand ich. Was gab's da noch? Es gibt keine Levelbegrenzungen mehr, also irgendwie jetzt levelt alles mit. Das Level ja, wie wird bei, halt wie in den Original The Elder Scrolls spielen halt. Also, ja. Alles levelt mit dir mit, egal wie hoch du bist. Leveln die da auch mit? Ja. Ich bin immer zu gut für die. Ja. Man also im Grunde, einfach... ich hätte das jetzt eher so wie bei Guild Wars 2, da leveln die ja auch immer mit, ne? Ja, nee, aber ja, nee, da wirst du hoch oder ja, aber da so ist das dann nicht auch so, dass das, also wenn jetzt in ein Gebiet jetzt was schwerer ist, wird das an dein Level angepasst. Weil, also sie meinten auf jeden Fall, dass du kannst in irgendein Gebiet gehen, also die ganze Welt steht dir von Beginn an offen und du kannst halt überall hin. Ohne, dass es jetzt zu schwer wäre oder so. Ja, gut, dann wird das auch runterskaliert, ja.
macht ja dann auch Sinn. Ja. Ist okay, aber ich weiß, sowas finde ich immer komisch. Weil dann brauchst du ja gar nicht mehr leveln. Ja, ist halt ein Spiel, wo es halt ums Erkunden geht, ne? Ja. Von daher, ich kann schon verstehen, warum sie es machen. Ne, dann brauchst du nur noch Fähigkeiten, ne? Dann brauchst du aber nicht mehr wirklich leveln. Ja, genau. Dann natürlich, was überall, außer bei EA, ein Thema war VR. Mhm. Die haben, glaube ich, nur zwei Spiele genannt. Einmal Doom für VR, also komplett das ganze Doom als VR-Spiel. Und Fallout 4 auch mit VR, also dann im First-Person-Look durchs Ödland laufen. Könnte ich mir irgendwie schon cool vorstellen. Aber VR interessiert mich nicht. Deswegen, Ja, gut. Und es ist zu teuer. Was, VR? Ja. Ja. Zumal man ja überlegen muss, sag mal, ich würde mir jetzt so eine Vive holen, ja. Alleine um die dann zu betreiben, plus das Spiel, bräuchte ich ja noch einen viel stärkeren PC. Ja, wohl, ich denke, das wird irgendwie auf einer optimierten Version von Fallout laufen. Das wird ja nicht, denke ich mal, das auch. Also, da wird wahrscheinlich ein eigener Client oder so für existieren. Ich glaube nicht, dass du das so. Also bei Elite Dangerous ist das, glaube ich. Ja, wobei, nee, das ist ja auch ein extra Client, ne? Ich glaube ja. Ja, da ist ja bei Steam extra Elite Dangerous VR. Ah, ich glaube, also ich glaube nicht, dass das ein extra. Also, dass du die einfach aufsetzt und dann direkt so spielen kannst. Mhm. Ich denke halt eher, dass das ein extra Client wird. Ja. Der dann halt so ein bisschen optimiert wurde darauf. Weil die können ja die Anforderungen nicht extrem hochsetzen. Da brauchst du ja eine Titan, damit du das überhaupt abspielen kannst. Oder eine 1080. Oder eine 1080. Oder 490 von AMD. Oder wie ja, die heißen. War nicht 480 die stärkste? Ich hab doch keine Ahnung davon. Die wurde ja angekündigt auf der PC Gaming Show. Ach ja, echt? Ja. Weil die ist ungefähr so stark wie die 89, aber nicht ganz. Aber wird wahrscheinlich dafür auch nur die Hälfte kosten von der 89. Oder noch weniger. Ja, gut. Da wir dann ja über die PC Gaming Show kein Gedöns hier machen, kann man ja, das wäre tragisch. Ich dachte, da gab es auch noch Ankündigungen, aber da war nichts. Nee. Also nichts Geiles. Nennenswertes, ja. Dann kommen wir schon zum letzten und ich fand auch interessantesten Spiel von Bethesda. 30 Sekunden jetzt. Okay, nämlich ja. Dishonored 2. Ja. Ich fand den ersten Teil ziemlich cool. Und die haben halt einen Trailer gezeigt, die haben sehr viel Gameplay gezeigt, haben sich aber mehr auf den neuen spielbaren Charakter konzentriert, auf Emily. Und Emily kennt man aus dem ersten Teil, also wer den gespielt hat, das war die Tochter von dieser komischen Präsidentin, die gestorben ist, entführt wurde, ich habe keine Ahnung. Spoiler! Das Spiel ist 50 Jahre alt, ja, wer es nicht gespielt hat, hat Pech gehabt. 50 Jahre? Ja, mindestens. Wenn nicht, dann sogar 49. Gott, bin ich alt. Ja, die haben halt ein bisschen ihre Fähigkeiten gezeigt und sie hat, ich weiß nicht mehr genau, sie ist irgendwie, hat sie die Fähigkeiten geschenkt, also bekommen, damit sie irgendwas tun kann. Wahrscheinlich die Welt retten oder ihr Land. Oder ein Überraschungsei, man weiß es nicht. Sie hat aber coole Fähigkeiten. Sie kann so Leute vernetzen und was dann einem passiert, passiert allen. Sie kann sich in so einen Schatten verwandeln. Aber leider haben sie Corvo nicht gezeigt. Das hätte ich gerne gesehen. Also der wird wahrscheinlich das Gleiche können, was er auch im ersten kann. Entscheidet man, wen man spielt? Also sagt man... Ja, man kann beide spielen. Ja, ja, aber ist das so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, dass du sagst, okay, ich kann wechseln, wie ich will, oder entscheide ich am Anfang, ich möchte jetzt Das weiß Corvo. Ich nicht so genau. Also das sah so aus, als ob du am Anfang dich entscheidest, spielst du jetzt Corvo oder spielst du Emily? Weil dann hat das Ding ja sogar Wiederspielwert. Ja, ich würde das sogar ein bisschen, sag ich mal, begrüßen, weil dann kannst du das zweimal spielen und erlebst im Grunde ja schon zwar die gleiche Geschichte, aber aus komplett verschiedenen Sichtweisen. Ja. Das wäre halt schon ganz cool, weil die Wege ja, wahrscheinlich muss Corvo halt anders vorgehen als Emily. Wahrscheinlich eh nicht. Wer sonst? Naja, er hat andere Fähigkeiten, also er kann ja nicht das gleiche wie sie, ne? Ja, trotzdem, aber ich bezweifle, dass ich das da großartig unterscheiden kann. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass Corvo an anderen
anderen Schauplätzen ist als Emily. Das kann sein, ja. Das wäre natürlich cool. Wobei ich das auch nicht glaube. Wir haben ein bisschen zu viel Arbeitsaufwand, glaube ich. Ja, die haben eine komplett neue Stadt. Man ist ja jetzt in Karnaca. Karnaca? Karnaca. Da ist man jetzt. Ja, gut. Ja, das war Bethesda. Also ich muss sagen, Dishonored war das beste Spiel. Prey war okay. Ich habe aber keine Ahnung von Prey, deswegen... Aber Dishonored 2 war cool. Ja, also den Trailer fand ich auch gut gemacht. Ja, aber sonst war die ganze PK von Bethesda nicht so geil. Nee, irgendwie, also ich habe relativ früh tatsächlich schon abgeschaltet, einfach weil ich es halt echt langweilig fand. Langweilig? Langweilig. Ja. Also ich weiß nicht, mir fehlte so irgendwie so dieser Kracher-Titel. Ja. Aber das fehlte mir bei dieser E3 sowieso bei sehr, sehr vielen. Eigentlich wobei ich sagen muss, also wenn ich das jetzt nur von PK zu PK machen müsste, würde ich sagen, war es bei Bethesda für mich persönlich Dishonored 2. Das Beste? Ja, das war für mich das Beste von Bethesda in diesem Jahr. War ja auch irgendwie das Einzige, was wirklich gezeigt wurde. Ja gut, das stimmt. Also. Die haben auch keine wirklichen Ankündigungen gemacht, außer jetzt Quake Champions, Prey und Dishonored 2. Das waren drei Spiele, der Rest waren Verwurstelungen oder Updates oder irgendwas anderes. Vor allem, es wurde ja auch irgendwann mal bekannt gegeben, dass wohl drei größere Titel in Arbeit sind bei denen. Ja, da haben wir sie doch. Ja, aber irgendwie frage ich mich dann halt so ein bisschen, warum sie nicht einfach eines dieser drei großen Titel einfach mal gezeigt haben. Weil... Ja, haben sie doch. Nee. Wie meinst du drei große... Es sind wohl drei größere Spiele momentan bei Bethesda in Arbeit. Ja, also größere Spiele, Fallout-Format, groß. Ja, Dishonored würde ich ja schon fast da... Nee, hat außer nicht den Fallout. Hype. Neue. Ach so. Neue, ja, Prey. Spiele. Ja, okay. Ich vermute, bei Prey gehört dazu. Wenn Prey davon eins ist. Ja, wahrscheinlich, aber der Trailer sah schon geil aus. Ja, schon, aber dann The Elder Scrolls 6. Ja, das kann sein. Und bestimmt Fallout 5. Ah, nee, das glaube ich nicht. Vielleicht auch Quake Champions. Das mag uns jetzt nicht interessieren, aber Quake hat ja immer noch eine mega große Fangemeinde, ne? Ja, gut, stimmt. Also von daher. Mag uns nicht so interessieren. Ja, da könntest du recht haben. Ist vielleicht noch ein bisschen nett ausgedrückt, aber. Ja. Gut. Ja, gut. Das war's mit dieser PK. Also wie gesagt, bis jetzt da war nicht so. Also wenn ich jetzt tatsächlich sagen müsste, von den ersten zwei würde ich tatsächlich sagen, dass EA mir besser gefallen hat. Nee, EA war für mich die schlechteste PK. Aller Zeiten. Nur, ja, meinetwegen auch aller Zeiten, aber das haben sie, da sind sie selbst schuld, die haben viel zu wenig Mass Effect gezeigt. Ja, stimmt, aber tatsächlich haben sie jetzt nochmal eine Informationswelle rausgehauen. Ist mir scheißegal. Okay. Habe ich nicht gesehen. Es geht mir hier um die E3 und nicht, was danach kommt. Ja gut, aber es gehört ja noch irgendwo zur E3 dazu. Nein, gehört es nicht. Okay. Ist vorbei jetzt. Weinst du jetzt? Ja, jetzt muss ich bis Gamescom warten oder bis, keine Ahnung. Tokyo Game Show. Was auch immer EA da macht. Nix. Auch schon verkackt. Schlechteste Show. Ging aber schnell, also. Ja. Normal brauchen die Leute mal ein bisschen, bis EA so verteufeln. Ne. Ja, hätten sie mir Mass Effect gezeigt? Ja, dann wäre es die beste PK gewesen. Ich aber bin haben sie ja nicht. Voll und ganz bei dir. Echt? Ja. Ich sehe dich gar nicht. Ich sitze im Schrank. Du Ninja! Ja, ich frage mich nur, in welchem Schrank. Das sage ich nicht. Ach so. Na gut. Ich will die Überraschung ja nicht nehmen. Ah. Ja, gut, damit sind wir hiermit auch fertig. In der nächsten Folge, also quasi morgen, geht's dann um eine PK. Da ist Nico, glaube ich, auch mehr dabei und brennt da ein bisschen mehr. Sony? Genau. Oder auch vielleicht Ubisoft. Vielleicht auch Ubisoft, ja. Man weiß es nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, vielen Dank und bis dann. Adios. Tschüss.